Ah, ist das ein Wetter. Moin, moin. Moin. Heute geht's also richtig los. Mit der Originalpostkutsche fahren wir nach Kloppenburg. Ich könnte jetzt schon einsteigen, muss mir aber erstmal die Pferdestärken angucken. Hallo, ihr seid ja wirklich hübsch. Was, Tag, was nimmt man denn für Pferde für so eine Kutsche? Kräftige Pferde, die aber auch schnell sind. Also Warmblut oder Kaltblut? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Also am besten ein schweres Warmblut, das kann ordentlich was ziehen, ja. Ist aber trotzdem schnell. Und vielleicht im richtig schweren Zug dann auch mal ein paar Kaltblüter, vielleicht im Gebirge. Und gibt es da bestimmte Positionen, wo welches Pferd am besten geht, läuft, fährt? Wie sagt man überhaupt? Ja, läuft. Also wenn man einen Viererzug hat, dann ist es natürlich sinnvoll, die schnellen, die fleißigen Pferde nach vorne zu nehmen und die vielleicht ein bisschen langsamer, grusamer sind, nach hinten. Ist ja logisch. Also, rennen mit den Koffern, machen Sie die Pferde fertig, wir können bald los. Darf ich Ihnen den gerade geben? Schwer. Unsere Postkutsche ist ein kleineres Modell. Sie wird von nur zwei Warmblütern gezogen. Die können das 1,5-fache ihres eigenen Gewichts bewegen. Aber nur, wenn die Wege ordentlich befestigt sind. Und eben. 25 Kilometer Spitzengeschwindigkeit wären theoretisch drin, aber das würden die Pferde nicht lange mitmachen. Deswegen ist hier Trab das höchste der Gefühle. Herr Krieg, Sie kennen sich wie kaum ein anderer aus mit Postkutschen. Sagen Sie mal, was waren das denn überhaupt für Leute, die so gereist sind? Ja, das waren natürlich schon etwas betuchtere Leute, denn das war ja nicht ganz billig, das Reisen. Was hat es denn gekostet? Kann man da mal ein Beispiel nennen? Ja, so eine Tour hat, um eine Kurzstrecke mal anzuführen, zwischen Lüneburg und Celle, wohl einen Taler schon gekostet. Das war schon zu damaliger Zeit also recht viel Geld. Für einen armen Tagelöhner bestimmt schon ein ganzer Monatslohn. Mhm. Und er musste dann schon zu Fuß gehen, weil er das wohl kaum aufbringen konnte für eine solche Fahrt. Wir sitzen hier draußen, es gibt auch Innenplätze. Gab es da auch unterschiedliche Preise? Ja, die Innenplätze waren etwas teurer. Die sogenannten Freiluftplätze waren meistens etwas günstiger im Preis. 1490 wurde der erste offizielle Postkurs eingerichtet. 300 Jahre später ist ganz Europa übersät mit Postkutschenstationen. Dort konnten die Reisenden auch übernachten. Auf der Strecke Hamburg-Berlin insgesamt dreimal. Jeder Reisende trug einen solchen Pass bei sich, der für jede Fahrt neu ausgestellt wurde. Fotos gab es noch keine, deshalb sind in dem Dokument die Formen von Bart, Nase, Mund und sogar die Gesichtsfarbe genau beschrieben. So, dann wollen wir uns mal angucken, wie es da drin aussieht. Kann ich gerade helfen? Sekunde. Ja. So, danke schön. Es ist nicht super bequem. Nee, bequem ist das nicht. Aber hier drin sieht es bequem aus und luxuriös. Ja, sehr schön, sehr schön. Das ist ja nett bei Ihnen da drin. Krieg, da ist ja schon bei langsamer Fahrt genug geschaukelt. Je schneller es wird, desto übler wird es einem. Konnte man irgendwas gegen Reisekrankheit schon unternehmen? Ja, es gab wohl so von den Apotheken angebotene Mittelchen. Aber ob die nun wirklich geholfen haben, meistens haben die Passagiere sich selber geholfen. Und ich glaube, die meisten hatten auch so ein kleines Fläschchen dabei, wo dann etwas Hochprozentiges drin gewesen ist, um wenigstens das Gefühl zu haben, ich habe was genommen und das hilft mir gegen die Schaukelei. Sommer wie Winter waren die Postkutschen im Einsatz. Für Schnee und Eis konnte man bei manchen Modellen auf Kufen wechseln. Doch viel problematischer waren die trockenen, sandigen Wege im Sommer. Nicht selten musste die ganze Reisegesellschaft mit anpacken. Also Mann, jetzt steckt das Ding fest. Thank you.
Wir sind jetzt hier den ganzen Tag unterwegs über Stock und über Stein, bleiben im Sand stecken und trotzdem das Faszinierendste für mich ist ja, der Kutscher ist eine Frau. Gab's das wirklich? Mag sein, dass es das im Ausnahmefall auch gegeben hat. Typisch war das sicherlich nicht. Also die meisten Postillionen waren Männer. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Posthalter, der also diese Postagentur im Dorf bewirtschaftet hat, vielleicht auch mal eine Frau engagierte. So schöne Pferde gab es bestimmt früher auch schon. Wie war aber das Verhältnis zwischen Mensch und Tier? War man da auch schon so rücksichtsvoll im Umgang? Das wage ich zu bezweifeln. Also ich denke, das war sehr viel pragmatischer. Die Pferde waren einfach Nutztiere, mussten arbeiten, solange sie eben konnten. Wurden dann wahrscheinlich zum Teil auch gegessen, nachdem sie dann ihre Arbeit verrichtet hatten. Aber es wird sicherlich Ausnahmen gegeben haben von Leuten, die also sehr liebevoll mit ihren Tieren umgegangen sind. Nach 8 Stunden Fahrt nähern wir uns der Postkutschenstation. Damit dort alles für die schnelle Abfertigung vorbereitet werden kann, meldet uns der Postillion lautstark an. Herr Krieg und ich sind aber noch nicht am Ziel unserer Reise angekommen. Wir müssen im Gasthof übernachten und morgen früh weiterfahren. Ich grüße euch. Willkommen. Bitte. Platz. Können wir Platz nehmen? Das ist gut. Sag mal, wo sind wir denn eigentlich hier gelandet? Tiere und Menschen, der Qualm, alles unter einem Dach. Das ist halt ein Bauernhaus, in dem wirklich Mensch und Vieh unter einem Dach wohnen. Aber es ist eben halt auch ein Gasthof, dem Leute wie Sie hin und wieder auch einmal einen Unterschlupf finden. Nur gut, wenn es schon so einfach ist, gibt es dann wenigstens was zu trinken und was zu essen bei euch. Habt ihr sowas wie eine Speisekarte? Eine Speisekarte haben wir nicht, dafür aber einen leckeren Eintopf vom offenen Herdfeuer und ein gut gekühltes Bier aus unserem Keller. Wie ist denn das grundsätzlich? Also was teuer? So ein Essen, das Trinken? Danke. Ein Mann wie Sie hat das natürlich mühelos bezahlen können. Aber für den einfachen Handwerksburschen war das schon ein bisschen teurer. In dem war es dann also schon schwieriger, hier auch ein Unterkommen zu finden. Für ihn haben wir dann vielleicht auch ein Lager in der Nähe vom Herdfeuer oder auf der Diele gehabt. Für Leute wie euch, da haben wir schon eine Aufkammer mit einem eigenen Bett. Und da konnte man ganz gut zum Liegen kommen. Während die Reisenden speisen, dürfen sich auch die Pferde erholen. Sie bekommen in der Postkutschenstation Futter und wenn nötig auch mal ein neues Hufeisen. Morgen gehen diese Zossen dann mit der Kutsche aus der Gegenrichtung wieder zurück in ihren Heimatstall. Die organisierte Reise mit der Postkutsche ist ein willkommenes Zubrot für Pferdehalter, Schmiede und auch für die Bauern an den Poststationen. Um den zahlenden Gästen möglichst viel Komfort zu bieten, rückt die Bauernfamilie in diesem Hof ein bisschen enger zusammen. Und hier ist der Schlafplatz für den Bauern und die Bäuerin. Wie, Moment mal, die schlafen hier im Schrank mit Blick aufs Feuer? Ganz wichtig, der Blick nach draußen, um die Diele zu kontrollieren. Auch ein Blick auf das Gesinde, um aufzupassen, dass nichts schief läuft. Das ist ja klasse. Hier mit verschließbarer Tür. Und wie gesagt, Blick auf den Essraum. Und dann geht es hier immer weiter. Da kommt ein Bett nach dem anderen. Bauer und Bäuerin lebt natürlich nicht alleine. Sie hat natürlich in der Regel auch Kinder. Und hier passen natürlich problemlos 2, 4, ja vielleicht sogar auch 6 Kinder hinein. Problemlos. Von wegen eigenes Jugendzimmer für jeden. Was haben die denn eigentlich ihren Gästen alles angeboten hier? Na, natürlich konnte man auch ein schönes gebratenes Fleisch mal bekommen, außer einem leckeren Eintopf. Und wurde das alles hier selbst hergestellt? Nicht alles wurde selbst hergestellt. Kaffee oder Tee muss natürlich eingekauft werden. Aber vor allen Dingen gab es hier in solchen ländlichen Gasthöfen oft ein selbstgebrautes Bier. Schön gelagert im Keller unter der Aufkammer. Der Keller ist schön kühl. Eis brauchte man nicht unbedingt dafür. Es reichte aus. Das sieht richtig gut aus. Ich denke, leer trinken werden wir den Laden nicht. Aber wo schlafen wir heute Abend? Links um die Ecke, hier die Treppe hinauf. Mensch, Herr Krieg, schon bei der Arbeit? Was machen Sie?
Bett beziehen. Wie Bett beziehen? Gibt es hier gar keine Bettwäsche für die Gäste? Naja, Sie bringen ja Ihre eigene Bettwäsche mit, weil Ihnen unsere nicht gut genug ist. Ja, man weiß ja nie, was einen erwartet in solchen Herbergen. An kleinen, netten Tierchen. Da ist es besser, man bringt seine eigenen Sachen dann mit. Also sowas, sowas wie der frühe Jugendherbergsschlafsack aus lauter Angst vor Wanzen und Flöhen. Aber haben wir immerhin jeder ein eigenes Bett? Ist ja eine Riesenhütte hier. Nee. Dieser Alkoven ist für Sie beide bestimmt. Was? Alkoven nebenan. Der ist für meine beiden nächsten Gäste vorgesehen, die ich hoffentlich gleich erwarten kann. Ganz schön eng. Die Postkutsche wurde im 19. Jahrhundert nach und nach von der Eisenbahn abgelöst. Kein Wunder, denn eine Tagesreise der Kutsche schafft die Bahn oft in einer einzigen Stunde. In den 1920er Jahren wurden dann auch die letzten Postkutschen ausgemustert. Soll mir noch mal einer was erzählen von luxuriösem Reisen, von Komfort? Den ganzen Tag über in dieser alten Schaukelkutsche, abends in diese eiskalte, stinkige Muffbude. Zwei Mann zusammen in einem Bett mit einer Decke und hinten gleich noch zwei. Naja, ich sag mal, gute Nacht und morgen suche ich mir definitiv ein anderes Verkehrsmittel.